drei Gründe, warum du anfangen solltest, Frauen anzusprechen oder warum du unbedingt weitermachen solltest, wenn du es bereits tust. Also einfaches Thema, die Top 3 Gründe, warum du Frauen ansprechen solltest, warum du damit anfangen solltest, wenn du es noch nicht getan hast, warum du dringend damit weitermachen solltest, wenn du schon dabei bist, die Top 3 Gründe. Und der erste und wahrscheinlich allerwichtigste und zentralste, wichtigste, beste Grund ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, keine andere Methode, wirklich keine, die auch nur annähernd dir die Möglichkeiten bietet, wie Frauen ansprechen, ich meine jetzt in diesem Fall Frauen im Alltag kennenlernen, weil du nirgendwo so viele Frauen kennenlernen kannst. Du kannst nirgendwo so regelmäßig so viele Frauen kennenlernen. Wenn du unterwegs bist in der Stadt, die jetzt nicht gerade super klein ist, ja, ich bin jetzt gerade hier in Leipzig mit 600.000 Einwohnern, das geht vollkommen in Ordnung. Berlin war ich vorher, das geht auch. Jede größere Stadt, ja, ich sag mal eine 300.000 Einwohnerstadt geht auch. Wenn du jetzt in einer 50.000 Einwohnerstadt lebst, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber ansonsten kannst du in der Theorie massenweise Frauen kennenlernen. Du kannst jeden Tag, wenn du das willst, 10 neue Frauen kennenlernen. Das sind 70 Frauen in der Woche. Das sind 280 Frauen im Monat. Das ist einfach, so viele Frauen lernen manche Männer in ihrem Leben nicht kennen. Manche Männer lernen in ihrem Leben nicht so viele Frauen kennen, wie du in zwei Wochen kennenlernen kannst, wenn du ein bisschen auf der Straße unterwegs bist. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich einfach die Wahrheit. Nirgendwo, mit keiner anderen Methode wirst du so viele Frauen kennenlernen. Online-Dating, klar, da kommt auch was bei rum, aber lange nicht so viel. Dating über den Freundeskreis, eine super Sache, die auch super funktioniert und die auch in dem Fall deutlich nachhaltiger ist als die Straße, aber eben nicht so viele Frauen. Ne, eben nur vereinzelt mal Frauen. Du hast auch keine große Kontrolle darüber. Auf der Straße kannst du wirklich ansprechen, wen du willst, ansprechen, wer dir gefällt. Das ist wieder ein Nachteil vom Online-Dating, wo du manchmal, das hatte ich auch jetzt wieder, Frauen triffst, wo du dir einfach denkst, hey, hätte ich dich auf der Straße gesehen, hätte ich dich nicht angesprochen, aber gut, jetzt ist es halt der Fall, dass ich mit dir auf dem Date bin, was soll ich jetzt machen? Das passiert dir auf der Straße nicht. Die Straße bietet dir unendliche Möglichkeiten, also die Straße, der Alltag, das kannst du natürlich auf den Club auch übertragen, wenn du so willst, bietet dir unendliche Möglichkeiten und das ist der Hauptgrund und der wichtigste Grund, warum du Frauen ansprechen solltest, jetzt, wenn du es noch nicht tust. Wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst oder wie du anfangen sollst, kommst du zu mir ins Coaching, kannst dich erst an den Link in der Beschreibung bewerben. Die zweite Sache ist, dass es fast keine Möglichkeit gibt, dich als Mann besser weiterzuentwickeln, als dich diesem Thema zu stellen. Ja, ich sehe das immer wieder, ich habe mittlerweile mit tausenden Leuten zusammengearbeitet, ich coache seit hier 7 Jahren, ich kenne das auch von mir selber, von meinen Freunden. Ich habe es oft genug gesehen, dieses Frauen ansprechen, das bringt die meisten Männer einfach an ihre Grenzen. Das ist auch ganz normal. Ja? Frauen ansprechen, das triggert, also das löst quasi unsere inneren Unsicherheiten aus und gibt uns damit die Möglichkeit, und das ist das Geile, gibt uns damit die Möglichkeit, sich mit unseren Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Ja, das heißt, es wird getriggert und dann kannst du daran arbeiten. Und dann kannst du dich als Person weiterentwickeln. Und es gibt fast nichts anderes in diesem Bereich oder in einem anderen Bereich, der dich ähnlich gut und intensiv weiterentwickeln kann. Wenn du wirklich mal eine ganz lange Zeit regelmäßig unterwegs warst, regelmäßig Frauen angesprochen hast, dich regelmäßig überwunden hast, regelmäßig diese Angst, diese Widerstände überwunden hast. Und nein, eine Frau, oh Gott, mehrere Frauen, eine Frau mit ihrer Mutter, eine Frau mit ihrem Vater. Wenn du diese Sachen überwunden hast, dann hast du so viel dazugelernt, hast dich so stark weiterentwickelt und du wirst dich, und da gebe ich dir die Hand drauf, du wirst dich richtig gut fühlen, du wirst dich richtig wohlfühlen in deiner Haut, weil du diese Herausforderung gemeistert hast. Das kannst du nicht vergleichen mit zum Beispiel Online-Dating, wo du einfach nur rumschreibst und dann trefft ihr euch und ja, das ist natürlich auch ein bisschen Überwindung, aber das ist bei weitem nicht das Gleiche, wie Frauen im Alter kennenzulernen, ja, oder Frauen über den Freundeskreis kennenlernen. Das ist entspannt, da ist kein großer Stress dabei. Aber da, beim Frauen im Alter kennenlernen, ist Stress dabei. Positiver Stress, Entwicklungsstress, der dich stärker macht als Mann, der dich stärker macht als Person. Und das ist so extrem. Ja? Das ist einer der Hauptgründe, warum ich immer noch dabei bin. Mir geht es gar nicht so sehr um die Frauen. Das ist natürlich auch ein schöner Bonus-Nebeneffekt. Aber mir geht es immer total um die persönliche Entwicklung, die dadurch entstanden ist. Und ich wäre nicht an diesem Punkt, ich wäre nicht in der Lage, hier eine Selbstständigkeit aufzubauen und zu tun, was ich tue, wenn ich nicht das Selbstbewusstsein auch schon in diesem Bereich gesammelt hätte. Das hilft unglaublich weiter und ist der zweite Grund, warum du unbedingt anfangen solltest oder unbedingt weitermachen solltest. Und der dritte Grund, und ich könnte noch tausend andere Gründe nennen, aber das sind mal so die drei Hauptgründe, die mir eingefallen sind. Der dritte Grund, auch sehr, sehr relevant ist, dass diese Fähigkeiten dir in absolut jedem anderen Lebensbereich weiterhelfen. Das ist sehr krass. Das heißt, wenn du auf der Straße unterwegs bist, wenn du im Alltag unterwegs bist, Frauen kennenlernst, dann wird sich diese soziale Fähigkeit, die du dadurch entwickelst, in deinen Alltag übertragen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, in deinem Job. Angenommen, du bist bei einem Vorstellungsgespräch, du wirst mit einer ganz anderen Selbstsicherheit reingehen können, weil du bist diese Situation gewohnt. Fremde Leute, ich kenne die nicht, ich treffe auf die. Und dann damit umzugehen, das kennst du schon von der Straße, das machst du vielleicht jeden Tag und du bist das gewohnt. Und dann ist natürlich das Vorstellungsgespräch bei deinem Chef, den du vielleicht noch nicht kennst,
nicht mal ansatzweise so ein Problem. Der andere Punkt ist, dass du, wenn du das wirklich jeden Tag machst und dich regelmäßig überwindest, dann machst du es dir zur Gewohnheit, gegen deine Widerstände zu arbeiten und Dinge zu erreichen, die eigentlich schwierig sind und für die du Disziplin brauchst. Und dass sich das in alle anderen Lebensbereiche positiv überträgt, muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Das ist wie so ein Schneeballeffekt. In dem Moment, wo du diesen Schneeball anrollst, wo du wirklich da die Disziplin rangehst, deine Ängste überwindest, wirst du das auch in jedem anderen Bereich machen können. Regelmäßig ins Fitnesscenter gehen, regelmäßig Sport machen, sich gesund ernähren regelmäßig. All diese Sachen werden einfacher, wenn du schon einen Präzedenzfall geschaffen hast, dass du diszipliniert sein kannst, dass du dich überwinden kannst. Ja, das schafft unglaublich viel Selbstbewusstsein, Frauen kennenzulernen, weil du merkst, okay, da ist ein krasser Widerstand, das ist eine große Herausforderung für mich, aber ich kann das meistern. Und wie gesagt, wenn du nicht genau weißt, wie du es meistern sollst, kommst du zu mir. Ich kann das meistern. Und das gibt dir die Kraft, auch in anderen Lebensbereichen mit der Einstellung ranzugehen, ich werde das hinbekommen. Und das ist extrem. Das ist bei mir wirklich so. Ich denke mir, bei den meisten Sachen ist eine Lüge. Ich denke mir über allen Sachen, die ich angehe, ich werde das hinbekommen. Und warum denke ich das? Ich denke das, weil ich in der Vergangenheit diese Dinge hinbekommen habe, weil ich dieses Flirt-Thema hinbekommen habe, weil ich Frauen angesprochen habe, weil ich mir denke, das war eine riesengroße Herausforderung, die hast du auch geschafft. Du schaffst doch die anderen Herausforderungen. So habe ich mir meine Selbstständigkeit aufgebaut. Jetzt habe ich mir die Selbstständigkeit aufgebaut, schon seit einer längeren Zeit, und jetzt weiß ich halt, okay, was auch immer dann noch kommt, werde ich auch schaffen. Ich habe großes Selbstvertrauen in mich und meine Fähigkeiten entwickelt, und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich Frauen angesprochen habe. Das heißt, wenn du so ein Komplettpaket willst, im Sinne von ein Komplettpaket, das dein ganzes Leben verbessern kann, eine einzige Sache, die du tun kannst, die sich auf alle anderen Bereiche auswirkt, Frauen ansprechen ist eine von den in meiner Welt wenigen Sachen, die das wirklich hinbekommen. Ne? Also das ist, zum Beispiel, du könntest regelmäßig ins Fitnesscenter gehen. Nehmen wir mal das als Beispiel. Du könntest regelmäßig ins Fitnesscenter gehen, und das wäre auch eine wunderbare Sache. Das würde dir auch Disziplin beibringen. Aber du musst deine eigenen Ängste dort nicht so sehr überwinden. Du musst mehr den Widerstand überwinden. Aber der ist auch nicht so groß wie beim Frauenansprechen, bei den meisten Männern. Das heißt, das ist zwar immer noch eine schöne und wertvolle Sache zu tun, aber du hast nicht die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist nicht das Gleiche. Oder wenn du zur Arbeit gehst regelmäßig, weil sonst dein Chef dich feuert. Okay, das ist cool, du entwickelst eine gewisse Routine und so, und das ist gut, du hast, dein Job läuft, dies und das. Aber das ist von außen motiviert. Ja, du kommst nur, weil dein Chef dich sonst feuern würde. Und glaub mir, das macht einen anderen Unterschied. Du hast da nicht diese krasse Überwindung. Du stellst dich nicht deiner eigenen Angst. Sag mir einen anderen Bereich, wo du dich regelmäßig deiner eigenen Angst stellst. So, sich gesund ernähren. Eine ganz wichtige Sache. Aber das hat nichts mit Ängsten zu tun. Diese Sache hat mit Ängsten zu tun, ist ein unglaubliches Tool zur Weiterentwicklung. Ich glaube, ich habe genug gerantet. Wenn du jetzt nicht überzeugt davon bist, dass Frauenansprechen eine geile Sache ist, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Dann musst du weiter dir einen runterholen und Netflix gucken und alleine chillen. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht passiert. Unter mir kannst du dich für einen Coaching-Platz im neuen Jahr bewerben. Hier unten geht es zu einem Video, wo du weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen bekommst. Unbedingt mal draufklicken. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.